Aloha, werte Spieleflut-Surfer, hier ist Amano mit einer neuen Folge Let's Feedback. Heute zu dem Let's Player Jaffa Anjuhal. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Vielleicht heißt er auch Jaffa oder Anjuhal. Irgendwie so. Ich hoffe, irgendwie geht es in die richtige Richtung. Und interessanterweise steht auf dem Coverart The Eggman Empire. Coverart, Name. Steigen wir doch damit ein. Generell, Jaffa Anjuhal. Ich weiß nicht, ob das dein Name ist oder wie du dazu kommst, denn du nennst dich ja später selber Mark. Mark? Mark ist ein Name, da kann ich was mit anfangen. Jaffa Anjuhal, vielleicht ein Charaktername aus irgendwelchen Online-Rollenspielen. Auf jeden Fall kein leichter Let's Play-Name, kein leichter Kanalname. Und dann, wenn das dein Kanalname ist, ich meine, er steht ja hier und auch deine URL oben bei YouTube, was jetzt die Zuschauer nicht sehen können, heißt genauso. Wieso steht dann auf dem Coverart The Eggman Empire? Also da möchte ich schon ganz gerne was zu sagen. Wenn das dein Kanalname ist, dann solltest du den hier auf dem Coverart doch irgendwie featuren. Aber generell würde ich dir auch empfehlen, dir tatsächlich einen einfacheren Kanalnamen zuzulegen. Natürlich ist es so, dass Jaffa Anjuhal heraussticht und besser ist als XYZLP. Natürlich. Aber er rollt einfach uns nicht so leicht von der Zunge. Also ich persönlich hätte dir einen einfacheren Namen empfohlen und würde dir auch jetzt noch einen einfachen Namen empfehlen. Auch wenn du bereits 112 Abonnenten hast, ich würde dir trotzdem einen Namenswechsel empfehlen. Und ich würde dir auch ein neues Coverart empfehlen, nämlich ein Coverart, auf dem dann der Name des Kanals steht und nicht The Eggman Empire, womit man so erstmal überhaupt nichts anfangen kann. Außer man ist halt beinharter Consolero. Aber ich kann damit so nichts anfangen, da ich auch kein beinharter Consolero bin. Und das Coverart an sich finde ich so auch, sei mir nicht böse, schlicht langweilig. Der Farbverlauf hier von Schwarz zu Rot ist ja ganz nett, aber das ist wirklich alles? Hier das kleine Männchen, was man kaum sieht, weil es so im Dunkeln ist. Also ich finde es langweilig. Da würde ich dir wirklich ein anderes Coverart empfehlen. Eins, was mehr die Aufmerksamkeit des jeweiligen Zuschauers, des jeweiligen Users einfängt, der auf deinen Kanal verirrt. Dein Avatar hingegen ist ja ganz süß. Ne? Aber passt hier vom Zeichenstil auch null, absolut null zum Coverart. Also was auch immer du machen wirst in Zukunft, guck auf jeden Fall das Kanalname, Coverart, der Name auf dem Coverart und der Avatar besser zusammenpassen. Denn so, muss ich sagen, gefällt mir das leider echt gar nicht. Auf deinem Coverart ist dann noch der Link zu Google Plus, wie immer, und ein Link zu einem Blog. Keine weiteren Social Media Kanäle. Da sage ich gleich noch was dazu, wenn ich auf der About-Seite bin. So, ich nenne jetzt hier für den weiteren Verlauf dieses Let's Feedbacks den Kanal weder Mark noch Jaffa Anjuhal, sondern Jaffa. Ich glaube, ich hoffe, das ist dann okay für euch und auch für ihn. Abonniert habe ich ihn tatsächlich, ja. Und Magnificent Egg Pawns. Das heißt, er stellt auch hier weitere Let's Player vor. Oh, schau an. Auch hier taucht mein Logo direkt wieder auf. Das wusste ich gar nicht, dass ich von ihm abonniert bin. Vor allen Dingen, dass ich hier gefeatured bin. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Das ist natürlich super lieb von dir. Und genauso gehe ich davon aus, dass die anderen Let's Player, die hier gefeatured sind, auch genau wie ich alles kleine Let's Player sind, die auftauchen. Generell, dass du andere Let's Player featurest, ist auf jeden Fall super. So, what to watch next? Langsam reden, Amano, dann klappt das auch mit der Betonung, ist natürlich klar. Und die Uploads sind nebeneinander geschaltet. Dann geht's los mit einigen extra gefeatureten Projekten. Wir haben hier Let's Play Super Mario World, in Klammern auf, L in Klammern X. Das ist erstmal verwirrend, aber auch da sage ich gleich noch was dazu, wenn ich auf der About-Seite bin. Super Mario World, alles nebeneinander geschaltet und mit einer Beschreibung der Playlist. Das ist natürlich auch super. Es kann sein, dass ich halt tatsächlich bei den Leuten, die sich für mein Let's Feedback anmelden, sehe ich das in letzter Zeit immer öfter. Entweder sind es einfach Let's Player, die sich sehr um ihren Kanal kümmern, oder es greift gerade um sich. Ich finde es super, wenn man als Let's Player seine Playlisten betitelt. Ach Quatsch, betitelt. Beschreibt, meine ich natürlich. Und so dem Zuschauer einen Mehrwert bietet und eine Information bietet. Dafür gibt es einen ganz großen Daumen hoch.
Dann geht's weiter mit The Legend of Zelda Link's Awakening, Spyro oder Spyro the Dragon, Mega Man 2. Ich bin jetzt kein Konsolenspieler, aber ich weiß auch so schon, dass alles Konsolenspiele sind. Space Channel 5, das kenne ich nicht. Dann haben wir hier noch eine extra Rubrik Commentaries mit Exorion. Aber das ist dann wohl relativ vernachlässigt worden, weil vor 7 Monaten, vor 8 Monaten angelegt. Muss man schauen, wie alt das jüngste Video da drin ist, aber das ist dann wohl beiseite gelegt worden. Und neu Marks Rezensionen, meine Spielrezensionen. Zunächst für den Kanal Bow and Top Hat produziert und jetzt im Alleingang. Also wir haben es hier mit Reviews zu tun. Allerdings sind die letzten da auch, ja, doch ein Jahr her. So generell, schön gemacht. Nichts, was irgendwie jetzt in Blogform auffällt. Alles schön nebeneinander. Eine extra Rubrik Commentaries. Super Rezension, also Reviews. Wie er so auf Neudeutsch heißt, aber Rezension ist natürlich auch genau das passende deutsche Wort dafür. Das heißt auch hier einen Mehrwert auf dem Kanal. Ich finde eine schöne, gut sortierte Startseite. Bis auf das Coverart, aber das hatte ich ja jetzt schon. Ansonsten wirklich eine schöne Startseite, wo alles drauf ist, was man sich so wünscht. Die Videos. Wir schauen einmal nach, was in der letzten Woche hochgeladen wurde. Da geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos in der letzten Woche. In der Woche davor waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, scheint also ein Plan zu sein. Hier sehen wir dann, hier sehen wir mal 7 in der Woche davor. Also, wir haben es hier mit 6 bis 7 Videos, würde ich sagen, pauschal pro Woche zu tun. Heißt ungefähr 1 pro Tag. Das finde ich tatsächlich, ganz ehrlich, für einen Ein-Mann-Kanal. Jetzt hatten wir ja auch Sommer. Also zumindest vom Kalender her, wenn man nach draußen guckt, ist es eigentlich schon gefühlter Spätherbst. Aber gut, für einen Ein-Mann-Kanal finde ich das absolut ausreichend, ein Video pro Woche zu machen. Natürlich kann man mehr machen, aber eins ist ausreichend. So, die Thumbnails. Da fällt natürlich jetzt direkt auf, dass wir hier auf den Thumbnails nichts haben. Wir haben Thumbnails, die direkt aus dem Spiel heraus generiert worden sind. So wie YouTube das ja von alleine macht. Wir haben auf den Thumbnails keine Folgennummer. Wir haben keinen Titel des Spiels. Das ist überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ein bisschen platt. Das ist jetzt der erste Let's Player, den ich für meine Let's Feedback-Reihe bekommen habe, der das so macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das nicht. Mir gefällt es nicht. Ich kann vielleicht verstehen, wenn du halt sagst, oh, ich habe keine Lust da drauf oder das ist mir alles zu aufwendig oder guckt doch sowieso keiner hin. Aber da würde ich dir vehement widersprechen. Ich finde, dass die Thumbnails richtig, richtig wichtig sind. Die Thumbnails ist etwas, wenn jemand nicht auf deinen Kanal gezielt kommt und nicht auf deine Videos gezielt kommt, sondern den Namen des Spiels eingibt bei YouTube oder irgendein anderes Video sich anguckt und dann dein Video rechts am Rand empfohlen bekommt. Was ist denn das wirklich, was den User dazu veranlasst, sich dein Video anzugucken? Ist es denn wirklich der Titel? Nein. Es ist das Thumbnail. Es ist das Thumbnail, was dazu animiert, auf dieses Video zu klicken. Klar, der Titel spielt auch eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnete. Deswegen muss ich sagen, ich finde das nicht schön, dass du hier nur Thumbnails nimmst, die YouTube automatisch macht. Da würde ich auf jeden Fall eigene Thumbnails machen. Und das halte ich sogar für ein Muss. Also dafür würde ich dir jetzt leider richtig dicken Punktabzug geben. Deswegen kann ich jetzt weiter die Thumbnails auch nicht kommentieren, weil ich finde, so geht das nicht. Deutliche Meinung, aber ja. Playlisten. Es gibt auf jeden Fall Playlisten. Es gibt auch über 4000 gelikte Videos. Das heißt, sehr aktiv bei YouTube. Playlisten ist ein Muss, klar. Playlisten sind da. Limbo, Space Channel und so weiter. Das heißt, wir sehen ja auch noch Sachen, die nicht auf der Homepage waren. Homepage meine ich immer seines Kanals, ne? Die Startseite des Kanals. Und die Commentaries sind nochmal extra angegeben. Commentaries extra angegeben finde ich eine schöne Sache. Ich gehe jetzt nicht in die Playlist rein, aber ich hoffe, dass du das noch weitermachst. Weil es ist halt, ja, es ist vielleicht ein bisschen Arbeit. Nicht nur ein bisschen, es ist relativ viel Arbeit. Aber es ist halt ein Mehrwert, den du nochmal bietest, deinen Zuschauern, deinen Abonnenten. Nicht nur Let's Plays an die Hand zu geben, sondern auch Commentaries. Kanäle. Hier sind die gefeaturten Kanäle. Und
Okay, wir sehen, dass hier nicht nur kleine Let's Player dabei sind. Interessanterweise ist hier sogar ein Kanal dabei mit 0 Abonnenten. 549 ist ja dann doch schon ein bisschen größer. Aber hier 88.000, 120.000, 315.000. Ja, das sind definitiv keine kleinen Kanäle mehr. Ich persönlich würde solche Kanäle nicht mehr featuren. Außer ich habe eine persönliche Verbindung zu den Kanälen oder sie featuren mich zurück. Dann ja. Aber ansonsten haben die Kanäle es nicht nötig, gefeatured zu werden. Dafür würde ich lieber weitere kleine Let's Player featuren, so wie du es hier oben in der ersten Reihe auch machst. Kanaldiskussionen. Ich sortiere mal eben um. Na. So. Da sehen wir, dass du hier vor über einem Jahr doch relativ viel bekommen hast, aber leider nicht darauf geantwortet hast. Das ist natürlich sehr schade, wenn jemand sich die Mühe gibt, auf deinen Kanal etwas zu antworten oder etwas zu schreiben. Dann solltest du natürlich selbst auch immer antworten. Es ist schade, dass du es hier nicht gemacht hast, aber es ist ja auch schon über ein Jahr her. Vielleicht war da die Situation noch anders. Hier sind wir jetzt bei den eher aktuelleren Sachen. Und hier kann man auf jeden Fall sehen, vor 2 Monaten, zack, einen Kommentar bekommen, darauf geantwortet. Vor 2 Wochen einen Kommentar bekommen, darauf geantwortet. Das heißt, das scheinst du schon mal geändert zu haben und dafür auch, ja, den Daumen hoch, ne? Weil so soll es ja auch einfach sein. Dann sehe ich auch hier, du nutzt die Seite als Informationsseite. Hier sagst du dann vor 4 Tagen, YouTube ist doof, 10. Folge von Resident Evil wurde um 10 Minuten gekürzt, also gibt es Probleme. Hier vor einem Tag geschrieben, gleiches Problem wie vor 3 Tagen mit Folge 15. Man kann natürlich hier die Diskussionsseite benutzen, um solche Informationen über den Kanal mitzuteilen. Ich persönlich, wie gesagt, weil du kennst das schon aus vorherigen Feedback-Videos, weil du ein regelmäßiger Zuschauer meiner Feedback-Videos bist. Ich wäre damit vorsichtig. Wenn man das ab und zu macht, ist das in Ordnung. Wenn man das aber zu viel macht, dann ist die Seite einfach vollgespammt und dafür ist sie eigentlich nicht da. Wenn du irgendwelche wichtigen, ganz wichtigen Sachen hast, dann dreh, meiner Meinung nach, als Tipp, dreh dafür ein Video. Weil du bist ja YouTuber, du arbeitest ja mit Videos. Und ansonsten würde ich dir, und das ist jetzt auch quasi meine Überleitung zum About, deswegen klicke ich da auch schon mal drauf, würde ich dir ganz stark empfehlen, tatsächlich dir Social Media Kanäle anzulegen. Und wenn du keinen Bock auf Facebook hast, was ich verstehen kann, weil Facebook tatsächlich für uns kleine Let's Player nicht so wahnsinnig wichtig ist, und dann nicht so wirklich funktioniert. Aber du solltest auf jeden Fall einen Twitter-Kanal haben. Würde ich dir ganz stark empfehlen, denn über einen Twitter-Kanal kannst du alle diese Informationen an deine Follower, an deine Abonnenten herausgeben. Plus eben noch viel mehr kommunizieren. Plus, dass Twitter dir... Also normalerweise bei jedem YouTuber, jedem Let's Player, den ich kenne, ist es so... Ich rede jetzt von den Kleinen natürlich, die Großen mal außen vor gelassen. Aber bei den Kleinen ist es so, dass normalerweise die Follower auf Twitter größer sind als die Abonnenten. Das heißt, du erreichst über Twitter mehr potenzielles Publikum. Denn wie man hier sieht, ist deine About-Seite sehr leer. Ja, keine Social-Media-Kanäle, nix, nur das Blog verlinkt. Ich finde, das sollte mehr da sein. Vielleicht auch noch ein Upload-Plan. Wobei, der muss nicht sein, ein Video am Tag... kriegt man das auch so hin. Du scheinst dich ja so oder so auf ein Projekt zu konzentrieren und dieses Projekt dann auch als einziges zu machen. Zumindest wenn man auf deine Videos geht, dann taucht momentan nur Resident Evil auf. Dafür braucht man dann auch nicht zwingend einen Upload-Plan. Aber hier könnte einfach noch ein bisschen mehr sein, als nur dein Blog und die Google Plus-Seite. Der Text hier, den finde ich sehr schön. Du erzählst ein bisschen was über dich. Du sagst, was du gerne spielst, was also auch hier auf dem Kanal passiert. Und hier kommt das Ding, ich mache es einmal hier so markiert. Du erklärst hier deine Sortierung bei den Playlisten. Wir hatten es ja auf der Startseite, da taucht dann plötzlich ein L auf oder ein X. Und dann weiß man so direkt nicht, was das ist. Auf dem About, auf dieser Seite, wird es dann erklärt, ein L heißt, das ist ein Live-LP, und ein X heißt, das Projekt wurde abgeschlossen. Finde ich schön, dass du da Sortierung mit reinbringst. Selbstverständlich könntest du auch auf der Startseite Sektionen anlegen, statt reine Playlisten. Und die Sektionen dann haben aktuelle Spiele oder abgeschlossene Projekte. Könnte man machen. Na, muss man aber nicht zwingend. So funktioniert das natürlich auch. Wichtig ist, dass du ein System hast. Und hier erklärst du auch nochmal, warum denn auf deinem Coverart The Eggman Empire steht.
Du magst Sonic und du magst Dr. Eggman und du spielst ja recht viel Sonic, deswegen The Eggman Empire. Wahrscheinlich ist das da unten Dr. Eggman. Wie gesagt, ich bin kein Konsolenspieler. Trotzdem solltest du natürlich, wie ich vorhin schon gesagt, einfach das hier nicht stehen haben. Naja, so, im Großen und Ganzen ein Kanalauftritt, der jetzt bei mir nicht für so viel Begeisterung gesorgt hat. Wie sieht's denn mit den Videobeschreibungen und Titeln von Jafar aus? Sorgen die denn für mehr Begeisterung? So, jetzt die Videotitel bzw. Videobeschreibung von Jafar. Und zwar einmal hier für dieses Video und für dieses. Das sind die beiden Videos, die er mir ausgesucht hat. Da haben wir einmal Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX Folge 5 und Let's Play Resident Evil 4 Folge 2. Da sehen wir, dass die Titel schon von ihm in derselben Art angeordnet sind. Der erst Let's Play, dann der Name des Spiels, dann ein Bindestrich und dann die Folge. Aber ich würde auch hier dir empfehlen, die Titel anders zu machen. Denk dran, bei den Titeln steht auch dort das, was am wichtigsten ist. Die wichtigsten Keywords oder, wenn man das Wort nicht mag, Schlagwörter als erstes. Das heißt, ich würde beginnen mit dem Titel des Spiels. Das Let's Play im Titel ist es vollkommen richtig, aber das sollte eben nicht am Anfang stehen, sondern der Titel des Spiels sollte am Anfang stehen. Dann die Folgennummer, ja, das ist auf jeden Fall okay, die kannst du genau da platzieren. Ich würde dann noch tatsächlich in den Titel mit reinbringen, dass das Spiel auf Deutsch ist, damit Leute, die irgendwie englischsprachig sind, nicht auf deinem Video landen und sofort wegklicken, weil sie dann merken, oh, sie verstehen ja gar nichts, weil das wirkt sich dann auch negativ für dich und den YouTube-Suchalgorithmus aus. Dann kannst du eben noch dazu packen, dass es in HD oder Full HD ist. Wir schauen mal, welche Formate wir haben. 1080p, das heißt, wir haben auf jeden Fall Full HD und hier auch. Dann würde ich Full HD noch dazu schreiben. Blind muss ich bei dir ja nicht anmerken. Wir haben uns ja schon sehr oft unterhalten und ich weiß, dass du nichts blind spielst. Und daher muss das auch nicht in den Titel rein. Full HD hatte ich gerade schon gesagt. So ist es auch perfekt. So sollte es ja auch sein. So, wie sieht die Videobeschreibung aus? Auch die in Anführungszeichen anhand einer Schablone von dir orientiert. Das heißt, du beginnst mit der Folgennummer. Dann den Titel der Folge, Dr. Salvatore, oder Salvador. Scheiße, jetzt habe ich es hier verrutscht. So. Und hier die Djinn-Grotte. Was so oben bei dir in dem Titel des Videos an sich gar nicht steht. Das heißt, wenn du einen Folgennamen hast, ja, dann sollte der auch wieder oben in den Videotitel rein. Dann, was haben wir denn hier? Nee, ich gucke gerade, weil du hast ja unterteilt hast. Ich schaute gerade, ob das eine hier die Erklärung ist von dem gesamten Spiel und das andere von der Folge. Aber nee, das scheint beides zu sein. Hier bei Resident Evil, das ist hier eher die Beschreibung der Folge und das die des Spiels, nehme ich an. Hier bei Link, hast du das so nicht unterteilt. Das scheint mir eigentlich beides hier die Information zur Folge zu sein. Dann sehe ich, dass du bei Resident Evil hier unten noch mit angegeben hast, erschienen 2005, wo drauf, GameCube, PlayStation 2 und so weiter und so fort. Und machst eine Playlist zum Projekt. Das fehlt hier bei Zelda. Ich würde dir empfehlen, das da auch zu machen. Generell würde ich dir empfehlen, weißt du ja wahrscheinlich auch, die Videobeschreibung komplett anders zu machen. Nämlich nicht so viel Text, mehr ausgehende Links, mehr sortieren nach SEO, mehr Keywords rein, das was am wichtigsten ist nach vorne, also nicht Folge 5, sondern wieder der Name des Spiels, der Name des Publishers, der Name des Entwicklers, Links zur Homepage des Spiels, Links zur Playlist, generell, wenn du dann hast, Links zu deinen Social Media Profilen, ausgehende Links sind halt generell wichtig, auch wenn ich jetzt sehr viel Links gesagt habe und es hier um Link geht, haha, schlechter Wortwitz, ja. Und hier natürlich dasselbe, sortiere das um, weil, ja, Es ist schon sehr positiv, wenn du den Leuten hier Zusatzinformationen gibst anhand dieses langen Fließtextes. Aber für YouTube ist das eher hinderlich. Kommentare hast du bekommen und antwortest auch darauf, so wie es sein soll. Also auch hier würde ich zu dir sagen, arbeite nochmal sehr stark an deinen Videobeschreibungen, ändere nochmal sehr viel. Das Wichtigste ist aber natürlich, wie ist denn Jafar
in seinen Videos. Wie ist denn sein Kommentierstil? Und deswegen werde ich euch jetzt aus diesen beiden Videos jeweils 2 Minuten zeigen. 2 Minuten, die entweder meiner Meinung nach ihn am besten repräsentieren oder die besten 2 Minuten dieser Videos sind. Und dafür wünsche ich euch viel Spaß. Passt meiner Ansicht nach überhaupt nicht, was Nintendo da versucht, uns zu erzählen. Und ja, viele glauben jetzt halt, ja, die Reihenfolge sei Oracle of Ages and Seasons und dann Link's Awakening. Ich denke, es ist nicht so. Ich denke, zuerst kommt A Link to the Past, dann Link's Awakening und die Oracle-Spiele haben nach wie vor keinen wirklich festen Platz in der Timeline. So, jetzt konnte ich mal auf diese Türen hier zu sprechen kommen. Denn die hatten wir schon im letzten Dungeon und was besonders ist, ist, dass wir sie nur in eine Richtung nehmen können, wie ihr seht. Wir kommen jetzt nicht mehr zurück. So, und hier haben wir den nächsten Zwischenboss, der durchaus ein ganzes Eckchen gefährlicher ist als der aus dem ersten Tempel, aus dem Wurmpalast. Hinox der Zyklop. Ja, Hinox Zyklop kennen wir auch aus Link's Awakening übrigens. Das waren diese großen bombenwerfenden Zyklopen letzten Endes. Die waren da nur keine Endbosse oder Zwischenbosse, sondern einfache starke Gegner. Aber ja, noch so ein kleiner Hinweis eigentlich auf meine Theorie mit A Link to the Past. Ja, so, haben wir wieder einen Teleporter aktiviert. Bringt uns im Moment nicht wirklich viel. Und ich meine, zu dieser Eulenstatue wollen wir zwingend mal gehen. Genau, erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Das sollte man sich merken, ist jetzt im Moment noch etwas kryptisch. Aber das hier ist das zentrale Rätsel dieses Dungeons, könnte man sagen. Oder das eine große Rätsel, das wirklich Probleme bereiten könnte. So, diese Dinger da hinten sind so eine Art schwarze Löcher. Wir könnten die jetzt zerschlagen. Müssen wir aber eigentlich nicht zwingend machen. Ich persönlich finde es nicht nötig, das Ding jetzt kaputt zu machen. Man kann auch einfach dagegen anrennen und dann ist das gut. So, etwas Zauberpulver mitnehmen. Noch ein paar schöne Rubine. So, damit haben wir über 200 und können uns, wenn wir wollen, jetzt die Schaufel leisten. So, und hier haben wir Buhus. Also noch mehr Mario-Gegner. So, wechseln wir mal kurz auf das Zauberpulver. So, jetzt wo Licht da ist, können wir sie auch besiegen. Brauchen wir gar nicht noch mehr Zauberpulver verschwenden und finden. Problematisch ist jetzt in dieser Situation dieser Gegner mit dem Kartoffelsack, wie ihr sehen könnt. Das ist Dr. Salvadore, der Mann mit der Kettensäge in diesem Spiel. Und ja, der macht genau das, wonach er auch so aussieht. Der läuft mit der Kettensäge auf euch zu oder auf uns zu in diesem Fall. Und wenn er angreifen kann, wenn er dazu die Gelegenheit findet, dann ja, dann geht es uns ganz, ganz dreckig und das ist einfach ein One-Hit-Kill und das wollen wir natürlich überhaupt nicht haben. Und deswegen sollte man da schauen, dass man da auf jeden Fall auch die Schrotflinte bereithält, wenn der versucht, einen anzugreifen. Ja, ansonsten ist er also auch gegen den Roundhouse-Kick allergisch. Das wirkt schon auf ihn, aber ihn selber kann man nicht so stunnen wie die anderen Gegner. Das heißt, das kann man nur einsetzen in Kombination mit anderem dieser Dorfbewohner, die dann versuchen, einen anzugreifen. Ansonsten ist man da wirklich auf die Schrotflinte oder später auf andere Waffen angewiesen, die entsprechend reinhauen und ihn entsprechend von euch fernhalten. Also einfache Pistolenschüsse, die bringen bei Dr. Salvadore wirklich mal so überhaupt nichts. Sie machen ihm zwar schon auch Schaden und das ist alles schön und gut, aber das wird ihn nicht davon abhalten, euch den Kopf von den Schultern zu sägen. Und deswegen wollt ihr das also nicht zwingend. Aber wir haben ihn besiegt, was sehr, sehr gut ist. Und meine Strategie hat sich mal wieder als äußerst wertvoll erwiesen. Und jetzt versuche ich gerade genau, diesen Typen hier ins Gesicht zu messern. Das kann genau den gleichen Effekt haben wie ein Pistolenschuss ins Gesicht auch. Man muss da also aufpassen. Man kann mit dem Messer theoretisch alles machen, was auch mit der Pistole geht. Na, ich warte mal hier weiter hinter meiner Ecke. Ich fühle mich hier einfach schön sicher und verbringe diesen Kampf sehr, sehr gerne hier. Also, die bis. So, und zurück von den Videos von Jaffa, Anjuhal bzw. Mark. Und Mark ist schon ein. Zumindest von den Let's Playern, die ich bisher hatte, ist er schon ein besonderer Let's Player. Wie vorhin schon mal angemerkt. Es ist so, dass wir beiden uns auch sehr oft ausgetauscht haben in den Kommentaren zu meinen Let's Feedback Videos, da er auch regelmäßig schaut und kommentiert. Und Mark hat mich auch, oder Jafar hat mich auch dazu gebracht, drüber nachzudenken, mal in den nächsten Tagen einen Podcast zu machen über die, ja,
schon ein bisschen über die verschiedenen Arten zu Let's Playen, über die Intention zu Let's Playen. Und von allen Let's Playern, die ich bis jetzt hatte, ist Mark ein Sonderfall. Weil Mark nämlich, ich sag immer Mark, Jafar Anjuhal, so heißt er ja, er sagt, er Let's Playt Spiele mit der Intention, ein großes Wissen bereits über dieses Spiel mitzubringen. In das Spiel, was er Let's Playt. Und dadurch während des Let's Playen das Spiel zu erklären, Hintergrundinformationen zu liefern, wirklich auch Hintergrundwissen zu liefern über das Spiel und dadurch eventuell jemandem, der seine Let's Plays schaut, nochmal Tipps und Kniffe mit an die Hand zu geben, wie man es besser spielt, wie man es anders spielt, wie man vielleicht auch alles sieht, was man beim ersten Mal selber spielen verpasst hat. Das heißt, er hat eine komplett andere Intention. Seine Intention als Let's Player ist es, weniger zu unterhalten, als mehr zu informieren. Das ist jetzt eine Sache, die mir ganz persönlich als Let's Player nicht so zusagt. Aber es geht ja nicht um meine persönliche Meinung. Es geht ja darum, dass hier alle Leute, die sich für das Let's Feedback bewerben, ein Feedback bekommen zu dem, was sie wollen. Und wenn wir jetzt wissen, dass Jafar nicht die Intention hat zu unterhalten, sondern die Intention hat, ein Spiel zu erklären und Hintergrundwissen zu liefern. Unter dieser Prämisse finde ich, dass seine Let's Plays sehr, sehr gut sind. Denn man merkt auf jeden Fall, er hat permanent einen Redefluss. Das heißt, es gibt immer Sachen, die er erzählen kann. Er weiß so viel über das Spiel, was er spielt. Er hat sich so intensiv darauf vorbereitet, beziehungsweise es in der Vergangenheit wahrscheinlich schon so oft gespielt, dass er alles und alles erzählen kann. Es ist quasi so, um es mal etwas platt zu sagen, er kann jeden Stein umdrehen und kann die Musterung des Steins erklären, weil er halt wirklich alles kennt. Er kennt die Taktiken, hat man bei Resident Evil auch gesehen. Er sagt, Mensch, hier, das ist die super Taktik, ich stelle mich genau hier auf das Dach, weil da kann keiner von hinten kommen. Dann kommen die alle schön von vorne und ich kann ihnen der Reihe nach den Kopf wegschießen. Oder auch bei Link, wo er dann erklärt, naja, das Rätsel wird später mal wichtig, das heißt, das solltet ihr euch merken. Auch wenn das an dieser Stelle noch gar nicht vorkommt, aber merkt euch das. Und wenn man dann selber eventuell an manchen Stellen im Spiel festhängt und dann sich seine Let's Plays anguckt, dann weiß man, wie es weitergeht. Oder wenn man das noch nicht gespielt hat und sich dann im Vorfeld seine Let's Plays anguckt, dann weiß man natürlich von vornherein, worauf man achten muss. Plus, man hat vielleicht auch eine ganz andere Immersion. Das heißt, man wird stärker in das Spiel reingezogen und kann sich stärker mit dem Spiel identifizieren, weil man so viele Hintergrundinformationen weiß. Zum Beispiel für jemanden wie mich, der kein Consolero ist, auch keine Konsole besessen hat und deswegen mit den ganzen Zelda-Spielen eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Beziehungsweise, ich sollte es anders sagen, der die Zelda-Spiele nicht kennt, weil er sie nie gespielt hat. Wenn ich dann mir so ein Let's Play von Jafar anhöre, dann bekomme ich gleich so viel Information mit, dass ich mich nicht verloren fühle. Von daher finde ich tatsächlich von der, wie gesagt, immer unter der Prämisse, das, was er will, ist nicht unterhalten, sondern erklären, finde ich, sind seine Let's Plays sehr, sehr gut. Denn er schafft es auf jeden Fall, Informationen zu vermitteln, er redet permanent, er hat eine angenehme Stimme, der man gut zuhören kann, die Videos sind gut abgemischt, die Tonqualität zwischen seiner Stimme und dem Spiel passt, die Grafikqualität passt auch. Man kann natürlich jetzt überlegen, ob man bei so einem alten Spiel wie Zelda, was nicht im Breitbildformat ist, eventuell statt schwarzen Balken noch ein Bild im Hintergrund hat. Das kannst du, lieber Jafar, wenn du das gerade siehst, dir einmal bei der Couchkartoffel angucken, der auch Zelda gespielt hat. Zwei Feedback-Videos zuvor, geh einfach ein paar Feedback-Videos zurück, dann siehst du die Couchkartoffel. Statt Balken hat er dort ein Bild im Hintergrund gelegt. Das finde ich dann natürlich schöner, das ist angenehmer für die Augen, als die schwarzen Balken zu haben. Ich fände, du solltest noch ein Wasserzeichen in deine Videos reinschneiden. Das bietet YouTube ja an. Das würde ich auf jeden Fall machen, damit sicherst du dich noch ein bisschen ab. Und du hast bei manchen Sch-Lauten, also SCH, tendierst du minimal zum Nuscheln.
Also auch da könntest du schauen, wenn du redest, dass du versuchst, ein bisschen mehr die Zähne auseinander zu bekommen. Das ist aber nur minimal und wird wahrscheinlich den meisten auch gar nicht auffallen. Mir ist es ein bisschen aufgefallen. Ich habe aber auch besonders hingehört. Plus, du tendierst dazu, manchmal minimal zu schnell zu reden. Es ist so, dass man dir auf jeden Fall folgen kann. Auch ich hatte keine Probleme, dir zu folgen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für manche minimal, also wir reden jetzt hier wirklich von Nuancen, minimal zu schnell ist. Ansonsten, das Einzige, was ich dir zur Stimme noch mitgeben könnte, wäre, dass du nochmal versuchen könntest, auch hier wieder, es geht nur um Nuancen, ein bisschen mehr eine Wellenform reinzubringen. Ja, dass du ein bisschen mehr mit der Tonhöhe spielst. Aber ansonsten habe ich keine Verbesserungsvorschläge für dich, muss ich wirklich sagen. Das Wichtigste für mich wäre der optische Auftritt deines Kanals und dementsprechend auch der optische Auftritt der Videos, schwarze Balken oder Grafikqualität an sich. Von deinem Stil her bleib dir treu. Ich finde, du machst das wirklich sehr gut. Und deswegen, meiner Meinung nach, hat Jaffa Anjuhal, wenn man denn das so möchte und so gerne Let's Play schaut, wie er das macht, auch mehr als 112 Abonnenten verdient. Wenn euch das also gefällt, was er macht, dann hüpft doch bitte rüber auf seinen Kanal und abonniert ihn. Den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn euch gefällt, was ich mit meinem Kanal Spieleflut generell mache, dann abonniert mich doch auch bitte. Und wenn ihr selber Let's Player oder Let's Playerin seid und ein Feedback-Video haben wollt, schaut auch hier in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zum Let's Play Forum, zur Schablone. Dort könnt ihr mir alle Informationen ausfüllen, die ich brauche. Und dann seid auch ihr irgendwann dran. So, meine Lieben, vielen Dank für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Spiel. Euer Amano.